Oh, ein neues Gewehr. Sind Sie ein Soldat? Können Sie kämpfen? Sehr gut. Wer sind Sie? Hier stimmt William J. Blaskowitz, Ranger, Army. USA, tut mir leid. Mein Polnisch ist nicht besonders. Können Sie fahren? Wohin denn? Wohin auch immer. Ja, hier ist eine Woche nicht lange Zeit. Vielleicht für einen Moment. Aha. Nein, nein. Ein Nazi-Uniform. Und sie weinen um ihre Toten. So eine tiefe Trauer. Ich nicht. Das wird viel helfen. Ich würde ertrinken. Ohrfeigen. Wenn ich sie rauslese. Wir haben 1960. Na doch, Zweiter Weltkrieg. 1960? Ja. Ja, im Zweiten Weltkrieg. Sie waren 14 Jahre bei uns. Sorry. Es ist 1960. Ich dachte, das spielt weiter in der Zukunft. Ich muss Verbindung zum US-Militär aufnehmen. Ich muss meine Einheit finden, damit sie wissen, dass ich nein, noch lebe. Nein, der Krieg ist vorbei. Er ist vorbei. Arsch. Kein Militär mehr. Nein. Er ist nicht vorbei. Hier laufen doch überall noch welche von denen rum. Sie haben gewonnen. Es ist vorbei. Das Regime beherrscht die Welt. Sie sind überall, überall. Was ist mit den USA? Die USA, sie... Nun ja, sie haben kapituliert. Ach du Scheiße. Sie haben kapituliert? Wegen der... Bombe! Ach, Atombombe. Sie haben vor 12 Jahren kapituliert, nachdem sie das Regime mit Atombomben angriff. Ja, ja. Na, dann muss ich eben den Widerstand finden. Ich werde mich ihm anschließen. Nein, 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 nein. Es gibt keinen Widerstand. Alle wurden gefangen. Befreien wer noch wir sie. Lebt, ist in Gewalt von Regime. Wer weiß schon, wo sie stecken? Befreien wir sie und finden wir sie. Ich bin ausgebildeter und erfahrener Feldkoordinator. Na, im Dienst von General Strasse persönlich. Wissen Sie, was Ihnen droht, wenn Sie mich nicht freilassen? Es ist sinnlos, mich hier festzuhalten. Können wir nichts nehmen? Ich werde Ihnen, der Schwester und Ihrer Familie gegenüber milde walten lassen, wenn Sie mich gehen lassen. Ah, Kettensäge. Sie haben mein Wort. Spritzschutz benötigt. Ach, Schwachsinn. Gut entdeckt. Bauen einen Spritzschutz. Ich bin bekannt dafür, mit Leuten wie Ihnen angemessen umzugehen. Ah ja. Ist Ihnen überhaupt klar, wer ich bin? Sie sollten lieber aufhören und mich sofort freilassen. Oh, das ist ein Teddy. Rüstungsverbesserung. Verstehst du nicht? Du verfluchter Irre! Du hast doch keine Chance! Gegen dich? Warum
bist doch nicht so schwach. Sie sind ein gottverdammter Irrer, verfluchter Mal! Ach du Scheiße. Ist losgerissen, als ich umgedreht habe. Ich verrate Ihnen, wie es jetzt weitergeht. Ich stelle Ihnen eine Frage. Und diese eine Frage werden Sie zu meiner Zufriedenheit beantworten, denn falls nicht, mache ich Sie mit diesem Ding hier einen Kopf kürzer, kapiert? Also gut. Wo werden die Widerstandskämpfer gefangen gehalten? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Es gibt keinen Widerstand! So ein Mist. Zur Hölle mit Ihnen und Ihrem verdammten Widerstand! Doch erstmal mit einem Arm. Sie wissen, die Widerstandskämpfer, wo sind sie? Berlin, Eisenwald, das Gefängnis. Aber sie werden es niemals schaffen. Wir haben überall Kontrollposten. Sie suchen nach ihnen. Nach ihnen und der Schwester. Bald werden sie hier sein. Und dann winseln sie um Gnade. Hier, fertig, fertig. Sie sind ein wirklich fescher Bursche, Herr Blaskowitsch. Nicht ganz so fesch wie ich, aber nicht übel, nicht übel. Passen Sie gut auf Sie auf. Verstanden? Sonst werde ich Ihnen sehr wehtun. Schon verstanden. Gut. Gut. Los, fahren wir nach Berlin. Nach Berlin? Ach, scheiße. Wir bitten dich, sei gnädig, Herr. Denn wir reisen über dunkle Gewässer. Verleihe uns starke Füße, lautlosen Atem. Und schütze uns vor dem Sturm. Da will man der Feuerwehr nicht vorstehen. Base, nicht sicher. Sie töten die Soldaten. Hier, ich bleibe beim Wagen. Nein, unten bleiben. Wir warten hier. Das ist doch so gut wie tot. Töten Sie alle. Schweine, euch mit meinen Freunden anzulegen. Wir haben wertvolle Fracht und müssen einen Zug erwischen. Los, erschießen Sie sie! Schon dabei. Mich nur ein bisschen vorbereiten. In diese Richtung wahrscheinlich nicht. Gehen wir lieber unten durch statt oben. Oben lang. Wenn ich auf offener Straße lang laufe. Das wäre Selbstmord. Spaß wieder los. Sehe nicht, wo die sind. Ich
Ich kann nichts machen. Ach du Scheiße. Scheiße, ich habe keine Munition mehr. Am Arsch. Ach, hier wieder na toll. Schöner Checkpoint. Bisschen Munition sparen. Und wir kriegen mal wieder neue, aber besser ist. Schalldämpfer, das ist nicht schlecht. Ich muss hier Medizin. Ganz leise. Absolut nicht sicher. Ich bin von beiden Seiten beschossen. Scheiße. Ein bisschen Heilung wäre nicht schlecht. Habt ihr hier irgendwo Heilung? Heilung. Scheiße, Mann. Ich soll das Gewehr dort oben nehmen. So, das wär's. Zurück zum Wagen. War's das wirklich? Rennen hier mal durch und sammeln ein bisschen Heilung, ein bisschen Munition.
ein bisschen sneaky zu sein, ist bestimmt nicht verkehrt. Trotzdem sowas von drauf gehen. Guter Schuss für eine Dame ihres Alters. Aufzügen gehen natürlich nicht. Zu ruhig hier. Ein Terrorist! Von oben! Wir sind verbunden! Alles klar! Wechsel jetzt die Position! Heilung wäre mal nötig. Vierzig Heilung, verdammt. Kam ich hier nicht her? Wir wollten da runter oder was? Bin gerade ein bisschen planlos. Verdammt! Das ist doch nicht wahr. Ich hoffe, es gab irgendwo Checkpoints.
Das ist nicht schlecht. Ich sehe ihn jetzt! Ich dich auch. Wo wollen wir eigentlich hin? Wo bin ich hier? Verdammt. Jetzt positionieren die sich neu. Was habe ich davon? Ist jemand oben? Dort. Auch mit dem Aufzug. Na los. Das war schlecht. Ein bisschen Schutz. Regime, Leute! Erschießen Sie sie! Wir warten hier! Okay. Dann wollen wir mal... irgendwas irgendwie sneaky hin. Dass die uns nicht sehen. Die Luft ist rein, glaube ich. Komisch.
Oh, verdammt, Hundi. Ausgerechnet jetzt in die Waffenhalle. Sag mal. Mehr. Werft eine Granate rein. Ist jetzt eher eine Sneak-Mission, aber okay. Na, hoch da. Oh, trinken Munition. Ist nicht gut hier. Granaten habe ich auch nicht mit dabei. Was mache ich hier? Und rein hier. Munition. Ja, genau. Kriegt aus der Nähe. Verdammt. Bisschen Heilung. Wieder alle, das ist schlecht. Ich spaziere mir hier mal hinter. Ich komme wieder von oben. Tja. Munition hier irgendwo. Wechselt eure Position! Munition wird hier wirklich knapp. Ich will mich verarschen. Munition. Das war doch blöd. Heilung. Alle tot. Und ich habe mich nicht gerade gut angestellt. Das war jetzt nicht gerade eine Glanzleistung. Aber ich habe es überlebt. Oh, eine Munitionskiste. Heilung ist jetzt auch nicht das Ultimative.
Okay, zurück zum Auto und das Auto hier lang fahren lassen. Dann müssen wir, glaube ich, das Tor aufmachen. Aha. So geht das Sprinten. Tja. Just davon hier nochmal rumschießen. Munition. Jetzt haben wir 60 Munition. Kann auch nicht sein, dass hier nichts drin ist. Und dann mal zurück, bevor sie Verstärkung rufen. Munition. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße.